Hallo zusammen, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich bin Sandra. Hier dreht sich alles ums digitale Zeichnen, vorwiegend jetzt erstmal über Procreate. Heute zeige ich euch einmal, wie man eben bei den Leinwanddaten oder was man da so sehen kann. Das heißt, wenn ihr mir folgen wollt, dann schnappt euch euer Tablet und geht es gemeinsam mit mir das durch. Und zwar gehen wir hier auf dieses Feld Aktionen. Normalerweise ist wahrscheinlich dann immer bei euch das Hinzufügen eingestellt, aber wir müssen hier auf Leinwand gehen. Dann ganz unten, wenn wir schauen, findet ihr hier die Leinwanddaten und schon kann man erkennen, dass es erstens kann man hier seinen Projektnamen reinschreiben, also nicht nur außen, sondern auch hier innen. Außen meine ich deswegen, wenn du jetzt nochmal ganz rausgehst, siehst du hier unbekanntes Projekt und du kannst jetzt deine Projekte hier benennen. Wenn ich jetzt das mache, muss ich mir, ach so, braucht man nicht. Ich habe gedacht, das muss man weglöschen, muss man aber nicht. Schreibe ich einfach I love Sushi. Genau, bestätige es mit Enter. Und jetzt kannst du sehen, hupsi, kannst du sehen, dass das hier unten steht. Und wenn ich jetzt wieder reingehe und eben in meine Aktionen, wieder bei Leinwanddaten, steht jetzt hier auch I love Sushi. Also es gibt immer mehrere Möglichkeiten, wo du was ändern kannst oder eben hier kannst du meistens nur was sehen. Dann kannst du hier auch deinen Namen verewigen, dass man sagen kann, okay, ich habe das wirklich gezeichnet, das ist von mir und das kann auch keiner mehr ändern. Kannst du hier deinen Namen eingeben, was auch witzig ist, kannst du auch hier unterschreiben, wenn du möchtest oder eben deinen ganz normalen Namen verfassen. Dann siehst du auch, wann die Leinwand erstellt wurde, um wie viel Uhr und wann es geändert worden ist, siehst du in dieser über dieses Projekt Layer. Dann bei Abmessungen findest du alles, wie groß du die Leinwand eingestellt hast. Das heißt, die Pixelgröße habe ich jetzt hier eingestellt und dann siehst du auch hier die Übersicht über die Millimeter und die DPI. Wo man das jetzt nochmal ändern kann, ist, wenn du jetzt nochmal auf Abbrechen gehst, kannst du hier auch bei Beschneiden und bei, also wieder Aktionen, Leinwand, Beschneiden und Größe, kannst du hier bei Einstellungen die Größe ändern. Wenn du es hier draufklickst, erscheint hier so ein Feld mit Zahlentastatur und hier könntest du auch noch in Zoll, in Zentimeter oder in Millimeter das ändern. Wenn du das möchtest und dir unsicher bist, wie viel Pixel brauche ich jetzt oder ich habe jetzt ein neues Projekt vor, da brauche ich zum Beispiel DIN A4 oder du möchtest eben ein Buch erstellen. Manchmal braucht man auch Zentimeter oder Millimeter die Anzahl. Ansonsten nehme ich immer vorzugsweise Pixel. Bei mir sind es immer 3000 x 3000 Pixel und 300 dpi. Und wenn das dann fertig ist, kannst du es auch fertig machen. Du siehst auch, wenn man das kleiner stellen würde, könnte man das jetzt kleiner stellen und sagen, er tut mir jetzt nur noch das verwenden. Diese Größe, wenn ich jetzt Einstellungen schaue, das sind ja so knapp 1600 Pixel. Aber Achtung, wenn du jetzt auf fertig drückst, wird hier die ganzen, was so schwarz ist im Hintergrund, dieses leicht schwarze, alles weggelöscht. Das heißt, er lässt dir nur noch dieses eine kleine Fenster übrig. Und dann muss man das wieder neu zeichnen. Deswegen drücke ich jetzt auf Abbrechen, weil ich möchte meine Zeichnung behalten. Gehen wir also wieder auf Aktionen, Leinwand, dann Leinwanddaten. Hatten wir schon, dann habe ich euch ja erklärt, wo wir dann reinkommen bei den Abmessungen. Jetzt sind wir bei den Ebenen. Bei den Ebenen siehst du auch, wie viele Ebenen dir noch zur Verfügung steht. Das heißt hier, ich habe noch eine Ebene übrig, die habe ich noch nicht benutzt. Und so sieht man auch, okay, vielleicht am Anfang, wenn du wissen willst, wie viele Ebenen du eigentlich zur Verfügung hast, wenn du vielleicht ein bisschen mehr Ebenen brauchst oder von Haus aus mehr brauchst, kannst du dich jetzt am Anfang mal spielen und sagen, ja, okay, ich mache jetzt nicht 3000 mal 3000, sondern vielleicht 1500 mal 1500 und dann steigert sich eben auch die Ebenenanzahl, die dir zur Verfügung steht. Genauso wie so Clippingmassen und so siehst du hier alles als Übersicht. Dann das Farbprofil. Wenn du von Anfang an das eingestellt hast, kannst du RGB und hier kannst du eben auch dein Farbprofil importieren. Solltest du ein anderes brauchen, braucht man meistens immer, wenn du sagst, okay, du willst dich entscheiden, möchtest du
in RGB oder eben in dem anderen zeichnen. Und das musst du eben von Anfang an einstellen. So rückwirken kann man das leider bei Procreate nicht. Und manche Verlage oder manche Druckereien, wenn du dir irgendwas privat auch drucken willst, haben eine bestimmte Farbanweisung, weil sie eben nur ein bestimmtes Farbrepertoire zur Verfügung haben. Das heißt, sie haben halt zum Beispiel nicht nur Blau, Rot und Gelb, sondern sie haben auch Hellblau, Dunkelblau, Türkis und so weiter. Und welche haben eben davon ganz viel und welche eben weniger. Und deswegen musst du immer schauen, was brauchst du am Anfang, für was brauchst du es oder was willst du erstellen, für was. Ist da irgendwas notwendig wegen der Größe? Ist etwas notwendig wegen der Farbe? Ja, und dann kannst du eigentlich schon loslegen, beziehungsweise für dich eben halt noch, wie wir eben gesagt haben, die Ebenenanzahl. Wenn du ein Video machen willst, das heißt, von Anfang an tut er dir ja ein Video erstellen und sagen, okay, du kannst es so einstellen, dass du immer wieder beim Zeichnen ein Video mit dabei hast. Das heißt, meins ist jetzt 25 Sekunden lang. Das ist einfach die schnelle Version, dass ich, wie ich eben mein Bild gezeichnet habe. Und dann findest du auch, okay, wie sind die Bildauflösungen und wie viel Megabyte es ist, wenn du es herunterladen willst. Genau, dann sind wir schon bei der Statistik angelangt. Die Statistik sagt eben, erstellte Pinselstriche, mal ganz interessant zu sehen, dass ich jetzt anscheinend 227 Pinselstriche für meine kleine Sushi da gebraucht habe. Ich habe 1 Stunde 16 damit verbracht, hier wirklich zu zeichnen, also erzählt nicht weiter. Wenn du dir sagst, du hast eine Ebene erstellt, machst Procreate aus und gehst dann wieder und machst es dann wieder an, dann hält er wirklich an. Aber solltest du das dann anlassen, dann zählt er natürlich weiter. Also du musst halt immer, wenn du in Aktion bist, zählt er dann die Minuten oder die Stunden mit. Und da findest du auch, so wie es andere Designer oder Zeichner oder Illustratoren, wie man sie auch immer alle nennen mag, sagen, ja, ich habe das in 10 Minuten gezeichnet. Und dann kannst du sagen, okay, geh mal da rein und zeig mir deine wirkliche Arbeitszeit. Und dann siehst du auch hier auch nochmal die Dateigröße. Ja, genau. Und mit dem Video kannst du hier die Zeitrafferaufnahmen einstellen. Das heißt, du gehst auf Aktionen, dann nicht auf Leinwand, sondern auf Video. Und dann klickst du hier noch dieses Zeitrafferaufnahme an. Und dann tut er dir jedes Mal die Zeitraffer wiedergeben. Zeitrafferwiedergabe ist das, wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel was in Social Media posten oder so. Und dann sieht man, okay, hier 25 Sekunden hast du jetzt die Möglichkeit zu sehen, wie ich eben mein Design so konstruiert habe, wie es jetzt am Ende ausschaut. Es ist nicht immer gleich von Anfang an perfekt, wie man sieht. Es hatte noch Arme und die Gesichter haben sich geändert. Und eben das sieht man jetzt im ganzen Zeitraffer. Man kann natürlich auch die Zeitraffer auch ein bisschen kürzen, manipulieren oder wie auch immer ihr das gerne haben wollt. Aber so weit, so gut. Heute zum Aktionen, Leinwand und Leinwanddaten. Alle Informationen dazu. Und wenn du hier noch ein Bild einfügen wollen würdest von dir oder wie auch immer, dass du es richtig gebrandmarkt hast, dann kannst du das natürlich auch. Das war's heute von mir. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr noch irgendwelche Kommentare habt oder so, Fragen, dann schreibt es unten rein. Oder sagt einfach mal Hallo, hallo, ich bin wieder da sozusagen, dass ich auch sehe, wer alles mir immer wieder meine Videos anschaut, damit ich auch mal weiß, wem ich das hier alles erzähle. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!